Das gefällt mir nicht. Der kommt zu spät. Der kommt nie zu spät. Vielleicht ist er aufgehalten worden. Aufgehalten worden? Aufgehalten worden? Bist du bescheuert? Er lässt sich doch die Übergabe nicht entgehen. Meinen Sie, da ist was passiert? Keine Ahnung. Wir sollen zwar Funkstille halten, aber... Ist schon 3 Stunden her. Und das heißt, die ganze Sache ist wahrscheinlich geplatzt. Vergiss es. Bring uns wieder in den Hafen. Massoud muss sich seine eigene gottverdammte Bombe besorgen. Auf der hier steht New York. Ja, liebe Freunde, und damit willkommen zurück zu Let's Play Double Agent, Splinter Cell Double Agent zum allerletzten Teil hier. Ich kann euch nicht sagen, warum hier das so wackelt. Ob das hier die Wellen sein sollen oder so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel wird zum Ende hin richtig super buggy. Man, ich habe es euch ja schon erklärt im letzten Part. Jetzt habe ich mich auch vor Aufregung noch verschluckt. So dass wir hier ja mal erstmal abwarten. Ich weiß nicht, warum das hier so wackelt. Das ist mir echt unbegreiflich. Können doch nicht die Wellen sein. So, wir werden mal Mossy da oben Besuch abstatten. Mal werden wir mal speichern. So, das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Von daher geht's hier erstmal lustig weiter. Es ist unglaublich. So, hinsetzen. Pam. Ist auch besser so. Okay, alle Mann zurück. Na los. So, Schloss knacken hier. Nee, ich ergib mich nicht. So, Bombe entschärfen und raus hier. Jawohl. Wird fortgesetzt.